Herr Balzer, herzlich willkommen. Kommen Sie mal hier hin. So. Herzlich willkommen, Herr Balzer. Das ist für Sie. Woher stammen Sie eigentlich? Aus Norddeutschland, genau. Ganz dicht ans Mittel. Aus Stade. Aus Stade. Eine wunderhübschen Kleinstadt an der Elbe, genau. Ist ein Atomkraftwerk gibt's ja, oder? Ja, das ist ja abgeschaltet. Ach, das ist abgeschaltet, okay. Wann haben Sie zum allerersten Mal als Mensch aus Stade von der Stadt Remscheid gehört? Das war dieser bewusste Absturz des Militärjets. 8. Dezember 1988. Ich glaube, das war bundesweit zu hören. Und damit hat sich für mich das erste Mal Remscheid eingeprägt. Nicht negativ, also überhaupt nicht, sondern es war einfach präsent. Also damit konnte ich dann Remscheid einordnen. Und war auch immer ein Begriff für mich, Werkzeugindustrie, also Sägeindustrie, diese Dinge, das mit im Verbund mit Solingen, das konnte ich schon immer ganz gut zuordnen. Und da haben Sie gedacht, die brauchen ein Outlet-Center. Genau. Ja, und da passt es ja auch noch. Ich meine, gut, dazwischen fehlt vielleicht da noch ein bisschen was an Entwicklung. Ja. Aber wir kommen wahrscheinlich auf ganz viele Dinge zu sprechen, aber irgendwie muss man ja auf die Idee gekommen sein, ausgerechnet in unser beschauliches Städtchen, das ja bisher mit Werkzeugen in den vergangenen Jahrhunderten leidlich gut gefahren ist, ein Designer-Outlet-Zentrum zu bauen. Sind Sie mit dem Zirkel über die Karte gegangen, geguckt, wo sitzen Leute mit Portemonnaie und Kleidungssorgen? Und da kam in der Schnittstelle verschiedener Kreise kam Remscheid raus? Nee, so geht das nicht, oder? Etwas ähnlich. Also wir haben schon, wir haben schon geguckt, wo leben die Menschen, ganz klar. Also was sind für uns Regionen? So haben wir Deutschland eben insgesamt betrachtet oder betrachten das. Wir, das ist MacArthur Glenn. MacArthur Glenn, also die Firma, die ich eben vertrete, dass wir eben Deutschland uns angeschaut haben. Wo ist noch Platz für ein solches Center? Wo leben Menschen? Wo ist Kaufkraft? Da gucken wir dann weniger, ob die Klamotten brauchen. Das ist, also da gehe ich mal davon aus, wir leben alle im Überfluss, also Klamotten haben wir sicher alle genug. Aber für uns ist maßgebend, dass wir eben ausreichend Menschen im Einzugsgebiet haben. Die Menschen kommen wirklich aus einem großen Radius zu uns. Und insofern war Nordrhein-Westfalen an sich mit einer Bevölkerung von 18 Millionen Menschen immer könnte ja ein eigener Staat sein. Ja. Also es ist nicht so, dass wir uns erst seit 4 Jahren hier in Nordrhein-Westfalen betätigen, sondern wir haben uns schon an anderen Standorten versucht in Nordrhein-Westfalen. Das war eigentlich auf unserer Agenda, auf unserer Expansionsagenda. Wo haben Sie vorher hingeguckt? So? Wir hatten mal in Hamm zum Beispiel Berührungspunkte. Wir haben uns mit Standorten im Ruhrgebiet befasst. Gut, dann kam Roermond. Insofern hatten wir das quasi als Ventil, weil wir eben in den Jahren zuvor hier keinen Erfolg hatten in Nordrhein-Westfalen, weil wir keinen Standort gefunden haben, der eben auch genehmigt worden wäre. Und insofern hapert es immer daran? Daran hapert es. Also ich denke, kann das hier auch noch passieren? Ich denke mal, wir sind davon jetzt sehr weit entfernt, dass es nicht mehr passieren kann, sondern wir sind so weit jetzt, dass wir wirklich sagen können, Blick nach vorne, die Ampel steht auf grün und wir gehen jetzt davon aus, dass wir das, was wir jetzt hier geplant haben, gemeinsam mit der Stadt, auch umsetzen werden. Roermond ist ja, wie wir wissen, keine klassische deutsche Stadt, aber hart an der Grenze. Und ich nehme an, Sie haben bei der Planung und beim Betrieb von Roermond Nordrhein-Westfalen mit im Blick gehabt, immer. Auf jeden Fall. Klar, also wenn da jetzt eine dicke Mauer gewesen wäre, wäre nicht gut. Wäre nicht so schön gewesen. Ja, wäre nicht so schön. Okay, also Roermond hat natürlich den Vorzug, dass es in direkter Grenznähe ist. Und es ist so, 60% der Kunden, die nach Roermond kommen, sind Deutsche. Mhm. Also das ist, und der Rest sind eben Holländer, Belgier. Also da macht eben der Einkäufer macht vor der Grenze nicht Halt, sondern er macht nimmt gerne die Fahrt dann in Kauf. Und von Düsseldorf sind es gerade mal 30 Minuten. Wir nennen es jetzt die Highway to Fashion, weil es einfach so exzellent angebunden ist.
Und das gilt für gesamt Nordrhein-Westfalen. Weiter weg wird es dann natürlich Richtung Münster und dergleichen oder auch nach Remscheid. Wollte ich gerade sagen, also Sie haben jetzt so einen Zirkel, wir stechen den Zirkel mal in Roermond ein. Wie groß ist dann der Radius, wo so die meisten Kunden herkommen? Das ist tatsächlich der Radius so 60 Minuten. 60 Minuten, 60 okay. Minuten, das ist so das Kerneinzugsgebiet, wie wir das bezeichnen. Darüber hinaus haben wir natürlich viele... Das heißt, käme Remscheid-Lennep, gäbe es auch Überschneidungen mit dem Einzugsgebiet von Roermond? Das ist so, das ist so. Aber dessen sind wir uns durchaus bewusst. Und gleichwohl sagen wir, wir kriegen mit Roermond eben nicht alle Menschen hier in dieser Region erreicht, sodass es gut trotzdem noch gut funktioniert, ein weiteres Outlet-Center, obwohl wir uns sicherlich von unserem eigenen Kuchen in gewisser Weise etwas abschneiden. Aber das haben wir natürlich sehr gewissenhaft untersucht, bevor man den Schritt geht. Aber wir haben eben festgestellt, der Markt Nordrhein-Westfalen und insgesamt die Region ist so groß, dass er gut eben ein weiteres Outlet-Center vertragen kann. Berüchtigt bin ich für meine wissenschaftlich gestützten Untersuchungen und Umfragen. Wir machen jetzt mal eben eine. Wer war von Ihnen denn schon mal in Roermond? No, dann machen wir es lieber mit der Gegenprobe. Wer war noch nie in Roermond? Wer weiß überhaupt, was Roermond ist? Ja, ist schon allerhand. Da gibt es auch gewisse Schnittmengen, wie Sie sehen. Dann sollen wir doch noch mal kurz erzählen, wer noch nicht in Roermond war. Was erwartet jemand, der in ein Designer-Outlet-Center nach Ihrer Prägung fährt? Es erwartet ihn ein hervorragendes und wirklich einzigartiges Angebot. Und ich komme nicht ganz solche Super. Ja doch, ich muss jetzt ein bisschen Werbung machen, also das darf erlaubt sein. Nein. Also. Es ist wirklich schon ein wirklich großes Angebot. Gut, machen wir es so. Ja. Ein großes Angebot an den wirklich bekannten Marken und das nicht nur aus den Bereichen, aus dem, wir nennen es Mittelmarkensegment, das, was man normalerweise zu Hause im Kleiderschrank hängen hat. Aber auch die Dinge, die man gerne hätte, also die man wo man sagt, Mensch, ist mir denn doch zu teuer, das in der normalen Geschäft zu kaufen. Der Boss zum Beispiel, wir haben in Roermond die ganze Litanei der italienischen Designer San Ferragamo, Senja, wir haben Armani, wir haben Deutsch & Gabbana, Gucci, Prada, also wirklich das Who is Who. Und zwar die Originale, also nicht die Sachen, die ich jetzt in Kambodscha gesehen habe. Nein, das sind wirklich die Originale, denn die Marke repräsentiert sich dort selber und die Marke achtet natürlich selber sehr stark darauf, dass sie einen entsprechenden Auftritt hat. Auch die Ladenausstattung unterscheidet sich in keinster Weise von der auf der Kö in Düsseldorf. Also die Marke legt eben sehr, gerade solche Marken legen eben sehr großen Wert darauf. Also sie machen sich da nicht etwa kaputt? Nein. Das heißt, es wäre ja schrecklich, angenommen, Burberry ist ja auch zum Beispiel so eine Marke, die in Roermond ist. Die kaufe ich sehr viel teurer in Düsseldorf oder fahre nach Roermond. Und dann plötzlich stelle ich fest, ach du liebe Zeit, was ist denn das für... Also die bleiben schon auf ihrem Niveau. Auf jeden Fall. Und das sind auch keine Waren, die speziell für die Outlets hergestellt werden? Nein, also die Marke hat ja selber kein Interesse, selber ihr Marken-Image, ihre Marken-DNA irgendwie zu beschädigen, sondern derjenige, der jetzt was bei Burberry kauft beispielsweise, will natürlich auch gewiss sein, das ist ein Einzelteil, was er dort erwirbt, ist etwas Besonderes, das steht für eine bestimmte Klasse von Marke und insofern überlegen sich die Marken auch sehr genau, wo sie hingehen, also an welchen Standort sie hingehen, welche Marken schon da sind, in welchem Umfeld sie sich befinden und sie werden auch immer darauf achten, dass natürlich der Full Price, also auf der Königsallee oder in anderen Städten eben auf der High Street, immer bevorrechtigt wird. Also denn das Outlet-Segment ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus dem großen Gesamten. Also es sind insgesamt 2,5% des Einzelhandelsumsatzes im Bekleidungsbereich werden im Outlet getätigt und der Rest eben im Einzelhandel inklusive auch Onlinehandel. Aber jetzt auch wieder über alle Marken, also über alle Ebenen. Trotzdem ist die Frage, wie kann es sein, meine Beispiele sind jetzt aus der Luft gegriffen, ich kann mir auf der Kö den Burberry-Mantel für 800 oder 1000 Euro kaufen und bekomme mit etwas Glück den Mantel in Roermond für 275 Euro. Wie geht das?
Das geht nur deshalb, weil die Ware, die im Outlet-Center verkauft wird, die bei uns in Roermond verkauft wird, dann eben die Vorsaisonware ist. Das heißt, es ist nie die aktuelle Kollektion. Das wäre ja auch kontraproduktiv für die Marke. Denn da würden natürlich alle dann nach Roermond fahren und dort sich ihre Sachen kaufen. Aber ist derjenige, der die aktuelle Kollektion... Nein, das ist, gibt es auch natürlich. Zweite Wahl ist dann aber ganz klar gekennzeichnet, aber das bildet eher die Ausnahme. Der größte Anteil der Ware, die in den Shops hängt, die dort angeboten wird, ist eben Vorsaisonware. Ist nicht die aktuelle Kollektion. Das kauft man, diesen Nachteil kauft man sich damit ein, aber dann eben mit dem entsprechenden Preisnachlass. Und nochmal, nicht extra produziert für den Outlet Store. Nein, die Marke hätte auch kein Interesse daran. Mhm. Also die Marke will ja selber nicht in Konkurrenz treten. Ist das in Amerika anders? Das kann sein. In der Zeit, als ich da gewohnt und gearbeitet habe, sind wir häufig auch gefahren. Da gibt es sie ja viel häufiger. Auch mit den großen Marken, zum Teil eben Marken, die man hier noch nicht so gut kennt, wie Ralph Lauren oder Polo und sowas. Und ich habe gedacht, die sind zwar toll, und ich glaube, das ist auch so eine. Ja, das ist auch so eine Jacke von da. Aber ich habe gedacht, die werden extra dafür gemacht. Amerika ist ein ganz anderer Markt, ist ein ganz anderer, die einzelnen Strukturen sind andere. Und insofern kann es sein, dass in Amerika das so gemacht wird, gehandhabt wird, dass die auch eine teilweise eine Linie haben, die eben speziell fürs Outlet eben dann ist. Aber dafür gibt es ja auch einen klaren Rahmen, den wir auch hier in Remscheid vereinbaren mit der Stadt, dass eben nur die Dinge verkauft werden, die auch erlaubt sind. Und erlaubt sind nur die Dinge, die wir mit der Stadt vereinbart haben. Mhm. Und das sind eben Vorsaisonware, Überproduktion, auch zweite Wahl. Das kann auch sein, dass es zweite Wahlprodukte sind. Dann Waren für Markttestzwecke, sogenannte. Das sind die Produkte, die wir hier zukünftig anbieten dürfen, beziehungsweise die von uns repräsentierten Marken, die bei uns die Shops eben anbieten. Sprechen Sie jetzt schon mit potenziellen Händlern, die sich hier niederlassen? Wissen die schon, dass sie irgendwann mal nach Remscheid kommen? Denn sie müssen ja mit denen auch sicher lange im Voraus Überlegungen anstellen. Selbstverständlich haben wir sehr frühzeitig das Markeninteresse abgeklopft, und das Markeninteresse ist für diesen Standort wirklich sehr gut, sehr groß. Mhm. Was uns natürlich bestärkt hat in der Standortentscheidung, denn das Ganze lebt von den Marken. Also wir werden hier auch in Remscheid wirklich einen tollen Markenmix haben, der eben breite Konsumentengruppen ansprechen wird, sowohl die Bevölkerung vor Ort, aber eben auch den Menschen aus Münster zum Beispiel bewegt, hierher zu kommen, weil er weiß, wenn er dann nach Remscheid fährt, findet er eben die Marken, für die es sich lohnt, dann eben auch eine anderthalb Stunden Fahrt auf sich zu nehmen. Das würde nicht jemand machen, wenn er aus Münster kommt und er weiß, er findet nur die Marken, die er ohnehin kennt und die er auch in nächster Nähe vorfindet. Dann würde er den Weg nicht auf sich nehmen. Also Ziel muss es sein, eben solche Marken hier anzusiedeln und für den Standort zu gewinnen, die so interessant sind, dass sie eben breite Gruppen ansprechen. Im Übrigen auch Touristen. Also wir haben, ich weiß nicht, wann waren Sie das letzte Mal in Roermond? Es ist dort einfach. Ich weiß gar nicht, war das dieses Jahr oder Ende vergangenen Jahres? Ja. Es ist noch nicht so furchtbar lang. Man kann es dort ja einfach sehr gut erkennen. Die Asiaten machen mittlerweile einen sehr großen Anteil an der Kundschaft aus. Mhm. Das heißt, wir sind auch im internationalen Tourismus unterwegs. Das heißt, bei der Reiseplanung, wenn der Chinese, der seine Europareise plant, dann bieten wir ihm eben auch an, einen Besuch eines Outlet-Centers in Roermond beispielsweise. Und das funktioniert sehr gut, und insofern... Also könnte man demnächst Werbung für eine Einrichtung in Remscheid beispielsweise am Kölner oder Düsseldorfer Flughafen sehen? Auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Das ist also, so treten wir auf. Also unser Marketing ist eben nicht örtlich beschränkt, sondern wir wollen natürlich das Einzugsgebiet einerseits. Das ist dann immer der sogenannte 60-90-Minuten-Radius, also alle Menschen, die in diesem Radius leben, wollen wir bestmöglich erreichen, aber darüber hinaus auch noch den nationalen Touristen, also aus Deutschland. Das merken wir sehr gut in Neumünster, dass das sehr gut funktioniert. Und auch den internationalen Touristen bis hin zum Nicht-EU-Touristen, wie eben beschrieben, die Chinesen
aus dem arabischen Raum Russen, die im starken Maße zu uns fahren ja immer zur Barmag und die können dann eben auch mal vorbeigucken und so. Die Sachen, die auf den Barmag-Maschinen nämlich gemacht worden sind, die kommen über den Umweg mit dem Container wieder nach Remscheid. Das wussten Sie noch gar nicht, Herr Walter. Aber man lernt immer dazu. Auch egal. Irgendwo müssen die Fäden ja. Ich meine, dass sich der Konsument freut, egal woher er kommt, ist die eine Sache. Hat es Sie überrascht, dass vornehmlich in Remscheid Ihnen auch so viel Widerstand entgegenschlägt? Nein, überrascht nicht. Also wir haben eigentlich bei solchen Projekten auch immer Widerstände. Ich will Ihnen das Beispiel Roermond auch nochmal nennen, weil es einfach so nahe liegt hier und vielen bekannt ist. Dort war der Widerstand insbesondere aus der Händlerschaft zu spüren. Dort haben die Händler eben für sich gesehen, dass sie eben neben dem Outlet-Center nicht mehr existieren könnten und dass sie eben solche Umsatzeinbußen erleiden würden, dass sie eben dann ja sprichwörtlich ihre Läden schließen müssten. Und die Kritik ist verstummt, weil die Händler schon weg sind? Nein, es ist die Kritik ist verstummt, weil die Händler gemerkt haben, die vielen Besucher, die eben nach Roermond kommen, helfen dem Einzelhandel und weil es eben auch ein anderes Sortiment ist. Wir haben keine Bücher, wir haben keine Elektroartikel, wir haben keine Optikartikel, also diese Dinge, die man üblicherweise auch in der Innenstadt findet. Und wir bringen eben viele Menschen zu dem Standort, weil wir so viele Besucher haben, die dann den Besuch der Stadt hier wieder Roermond, des Centers eben mit der Innenstadt verbinden. Das heißt, sind da jetzt mehr Menschen in Roermond als in der Zeit, als es noch kein Outlet-Center da gab? Das ist so. Wird das Lennep auch so erleben? Nach all dem, was unsere Erfahrungen zeigen, ja, wir hoffen es, wir sind auch sehr zuversichtlich, dass sich das so einstellen wird, denn die Voraussetzungen sind ähnlich. Und wenn man Roermond vor Ansiedlung des Outlet-Centers gekannt hat, das war möglicherweise dem einen oder anderen bekannt. Heute hat es eine Bekanntheit, die weit über die Grenzen hinausgeht. Und aber in dem Fall sind es in Remscheid-Lennep ja offensichtlich nicht so sehr die Händler, über die Händler in Remscheid kommen wir gleich noch zu sprechen, sondern Anwohner, Menschen, die entweder in der Nähe wohnen oder überhaupt in Lennep wohnen, die die Natur mögen und die nicht das eine oder andere Mal auf der Ringstraße oder an anderen Stellen schon jetzt einen Verkehr erleben, der nicht wirklich witzig ist. Und wenn man sich überlegt, sie liegen ja ziemlich genau zwischen zwei Autobahnausfahrten, da muss man ja nun kein Stratege sein, um zu sagen, möglicherweise kommt da ein Auto mehr oder weniger vorbei. Also die große Sorge der Verkehrsüberlastung ist ja nicht so ohne weiteres von der Hand zu weisen. Kriegen Sie das in den Griff? Also dass wir uns diese Frage selbst gestellt haben, erklärt sich eigentlich. Denn für uns ist es genauso wichtig, dass der Verkehr fließt, dass er funktioniert, wie im Übrigen für die Anwohner, die selber selbstverständlich einen Anspruch darauf haben, dass alles in geordneten Bahnen abläuft. Aber wir haben, der erste Prüfstein an diesem Standort, funktioniert es vom Verkehr her? Denn es bringt uns nichts, wenn der Kunde, der am Samstag von weit her angereist kommt, im Stau steht. Das kann nicht funktionieren, dann haben wir den Kunden vielleicht einmal gewonnen, aber wieder. Dann kommt er nicht wieder. Insofern und hier ist das Interesse, ist ja der muss ja auch wegkommen. Das beides, ja. Hin und wegkommen. Wobei das ja gerade in Lennep fällt mir gerade ein, ist das ganz praktisch zu lösen, ist auch ein Friedhof, die können gleich da bleiben. Egal. Also, also die kommen, Entschuldigung, das tut sogar mir, das war sogar unter meinem Niveau. Also, unterlassen Sie es doch. jedenfalls, die Menschen wollen irgendwie da hinkommen, parken, kaufen ein günstigenfalls und dann wieder weg, da kommen aber schon wieder neue. Das heißt, es ist ja auch ein Kommen und Gehen, ich denke vor allen Dingen Freitag, Samstag, Sonntag, das sind wahrscheinlich, Sonntag dürfen wir ja gar nicht. Nee, Sonntag, leider nicht, ne? Nee, Sonntag ist ja gar nicht. Das haben wir in Amerika immer gemacht, das war eine richtig schöne Sonntagsbeschäftigung. Und das heißt, es wird sich ja dann so drängen, um vielleicht Ferien noch ganz besonders. Mittlerweile kennen Sie ja die Straßen nicht nur von der Karte, sondern aus eigener Anschauung. Wie kriegen Sie das denn in den Griff? Sie können ja dann die Ringstraße nicht plötzlich sechsspurig ausbauen. Da wird die Barmark sagen, da ist ja unsere Kantine weg. Wie soll das denn gehen?
Nein, das ist Gott sei Dank nicht notwendig. Wenn das notwendig gewesen wäre, dann würde ich wahrscheinlich hier jetzt nicht sitzen. Also es hat ja intensive Untersuchungen gegeben mit verschiedensten Szenarien, auch um das abzubilden, was perspektivisch hier an Verkehr eben auf das Verkehrsnetz zukommen wird. Und die Untersuchungen haben eben ergeben, dass Verkehrsknotenpunkte von den Autobahnen, und das beginnt schon an der Blume beispielsweise, an der Autobahnabfahrt bis hin zum Outlet Center und dann auf die andere Richtung, Richtung Trecknase, Autobahnauffahrt oder Abfahrt, dann Remscheid, alle Verkehrsknotenpunkte einzeln untersucht worden sind und es hat sich als erforderlich gezeigt, dass die meisten dieser Verkehrsknotenpunkte umgebaut, durch Ampelsteuerung neu konfiguriert werden müssen. Also es muss wirklich umfangreiche Maßnahmen durchgeführt werden. Wer bezahlt das? Das bezahlen wir. Auch Verkehrssachen. Haben Sie das in Roermond auch gemacht? Das haben Sie auch in Roermond gemacht. Das haben wir auch in Teilen in Roermond gemacht. Dort war die Situation eine etwas andere, weil die Verkehrsinfrastruktur schon vorhanden war. Es war nicht so viel Aufwand zu betreiben, wie es hier der Fall ist. Mhm. Also der Aufwand, der hier zu betreiben ist, ist schon erheblich. Aber wie gesagt, es ist im gemeinsamen Interesse, es ist auch in unserem Interesse, und dass der Verkehr eben fließt, dass die Kunden eben leicht das Center erreichen und leicht auch wieder wegkommen und nicht im Stau stehen. Nun ist ja fast eine Binsenwahrheit zu sagen, wer eine Studie bezahlt und den Auftrag gibt, der kriegt auch oft das Ergebnis, was er haben möchte. Wie unabhängig sind denn diese Studien? Es ist ein unabhängiger Gutachter. Das ist der Tatsache ist, dass diese Gutachten von uns bezahlt worden sind, weil die Stadt kein Geld hat einfach. Es ist so. Also das war von vornherein klar. Aber Sie haben dann nicht gesagt, machen die Studie, wir bezahlen das, und dann haben Sie den Freitagnachmittag mal angerufen. Übrigens, das Ergebnis muss so und so sein. Das oder macht man nein, das? Nein, wie gesagt, also nochmal, was sollte an uns daran gelegen sein, irgendwie hier mit falschen oder dem Gutachter irgendwas hier zu sagen, was er annehmen muss? Er hat seine eigenen Annahmen getroffen, die sich mit unseren Annahmen decken. Also wir haben sicherlich auch eine Vorstellung, wie viele Besucher kommen werden. Und insofern fühlen wir uns sehr gut aufgehoben. Und wir meinen, dass der Gutachter es sehr genau gemacht hat, sehr präzise. Und wie gesagt, es hilft uns nichts, wenn der Verkehr nachher eben nicht funktioniert. Mhm. Sondern für uns ist das oberste Ziel, und das haben wir dem Gutachter gesagt, es muss wirklich funktionieren. Mhm. Es muss also von der Verkehrsinfrastruktur, die Umbaumaßnahmen müssen dann eben so sein, dass der ganze Verkehr abgewickelt werden kann. Und er kann abgewickelt werden. Hand aufs Herz. Wir haben eben gesagt, wie man einen Platz findet, wo ein Outlet-Center Sinn macht. Sie haben das auf der Karte beschrieben, mit anderen auch gesprochen. Jetzt haben Sie den Platz gefunden. Sie nehmen viel Geld in die Hand. Wie viel ist der Investitionsvolumen so, wenn das öffnet? Wie viel haben Sie dann ausgegeben? Rund 150 Millionen Euro. Das ist schon ein schönes Wort. Und Sie lösen die Verkehrsmaßnahmen. Wie groß ist Ihr Interesse denn wirklich auch an der Stadt, die dieses Outlet-Zentrum umgibt, also an Remscheid-Lennep oder im größeren Zusammenhang an ganz Remscheid? Gibt es da überhaupt irgendeine Verbindung oder könnten Sie im Grunde, wenn die anderen Kriterien stimmen würden, das nehmen und dann setzen wir das dann doch nach Hamm? Oder wir setzen es an die Nordgrenze nach Gelsenkirchen? Nein, was den besonderen Reiz dieses Standorts ausmacht, ist auch der touristische Faktor, also die touristischen Kleinode und Großode hier in der Region. Das ist, wenn wir mal die großen Dinge nehmen, Köln natürlich als touristischer Anziehungspunkt, aber auch das Bergische Land und mit seinen kleinen Städten. Die Region an sich bietet viel, um einen Tagesausflug und der Besuch eines Outlet-Centers, zumindest am Wochenende, ist ein Tagesausflug, zu komplettieren. Man stellt sich vor, derjenige, der jetzt von weiter angereist kommt, 3 Stunden, das ist die durchschnittliche Verweildauer bei uns im Center, 3 Stunden bei uns bleibt, dann aber eben noch Zeit hat, es ist kurz nach Mittag,
dann kann er jetzt getrost, können wir ihm sagen, du kannst jetzt nochmal nach Lennep gehen. Lennep ist eine wunderschöne Stadt, die was zu bieten hat, die man sich anschauen kann, wo es wirklich diese typische bergische Architektur gibt, die einfach eine tolle Aufenthaltsqualität hat. Und das sind Dinge, die das ganze Angebot anreichern. Insofern haben wir schon ein starkes Interesse auch an der Umgebung, in der wir uns befinden, weil damit wir den Kunden, wie gesagt, auch ein zusätzliches Angebot machen können. Lassen Sie mich mal ins Nähkästchen gucken. Wenn Sie jetzt Lennepper wären und besäßen da als Familienerbe ein, zwei schöne Häuser, vielleicht eines sogar mit einem Laden, was würden Sie jetzt machen? Was würden Sie jetzt anfangen in Lennep? Denn Sie, ich meine, im Grunde kann ich ja auch ein bisschen davon profitieren, wenn mein neuer Nachbar demnächst Japaner zu Prada lockt. Investieren in den Standort. Ja, aber in was? Standort, also Sie haben ja, jetzt zwei Häuser. Einzelhandelsgeschäft ja. Beispielsweise. Das würde jetzt, passen. Das würde passen, natürlich. Nee, aber was? Was? Sie würden ja nicht dann nochmal extra Boss nochmal hinsetzen. Sondern ja, gucken Sie sich Roermond an. Auch der Textileinzelhandel in Roermond lebt wunderbar. Es gibt dort noch den Textileinzelhandel, kleinteilig, der eben dann, wie gesagt, die Ware, die bei uns verkauft wird, ist Vorsaisonware. Es ist eben nicht die Ware, ist nicht die aktuelle Kollektion. Denn ansonsten würde ja in Roermond jetzt kein weiterer Textilit existieren. Und gucken Sie sich, wer Roermond kennt. Es gibt dort eine Vielzahl von Textiliten, es gibt eine Vielzahl von Schuhhändlern. Also das ist ein gutes Nebeneinander, ohne dass der eine von dem anderen sich was wegnimmt, sondern beide profitieren. Es sind zusätzliche Kundenströme, die hier nach Lennep kommen werden, die vorher nicht da waren oder die heute nicht da sind. Kaufkräftiges Publikum, und die sind dann eben auch bereit, auch noch in die Stadt zu gehen und weitere Einkäufe zu tätigen. Haben Leute dann auch noch Lust, außerhalb des Centers, da gibt es ja auch immer so einen Food Court oder so Dinge zu essen, außerhalb des Centers noch gastronomische Entdeckungen zu machen? Auf jeden Fall. Auch da wieder das Beispiel Roermond, da hat insbesondere auch der gastronomische Bereich profitiert. Es profitiert auch, so sehen wir es, die Hotellerie. In Roermond sind in den letzten Jahren zwei neue Hotels dazugekommen. Jetzt weiß man nicht genau, ob sie ohnehin gekommen wären. Aber zumindest kann man sagen, das Outlet Center hat sich positiv ausgewirkt. Denn viele verbinden den Besuch unseres Centers dann auch mit einer Übernachtung. Roermond ist niedlich, da kann man doch ruhig nochmal einen Tag bleiben, einen weiteren Tag. Das gilt dann auch für Lennep. Das gleiche gilt für Lennep, weil Lennep hat viel zu bieten. Lennep und die Region haben viel zu bieten, wo man sich aus dem Besuch des Outlet Centers mehr machen kann, ihn verbinden kann mit einer kulinarischen Reise oder dergleichen mehr. Also da gibt es sicherlich viele Ideen, die man weiterverfolgen kann. Ein Beispiel auch noch, Neumünster ist auch infolge der Ansiedlung. Das Center besteht jetzt seit 2 Jahren und wir wissen es so genau, weil wir mit den Investoren im direkten Kontakt waren. Ein altes Stahlwerk, Neumünster hat ein altes Stahlwerk, umgebaut worden zu einem Hotel, was heute hervorragend funktioniert. Die Übernachtungszahlen in Neumünster sind im Jahr 2013 um 23% gestiegen gegenüber dem Vorjahr. Das war das erste Jahr des Betriebes des Outlet Centers. Kein Geheimnis, es sind viele Dänen, die nach Neumünster kommen und dann eben dort auch noch eine Übernachtung verbringen. Und nochmal in die Phase vorher. Angenommen, politisch läuft das so, wie Sie sich das vorstellen. Mit der Stadtverwaltung als solcher sind Sie, glaube ich, so, wenn man den Medien glauben darf, ganz gut unterwegs. Die meisten Parteien im Stadtrat unterstützen das auch. Ich glaube, die Linken haben in der Hauptsache Bedenken. Angenommen, das ist politisch abgesegnet. Sie kriegen auch die Genehmigung von den übergeordneten Behörden. Sie fangen an zu bauen. Wäre eine tolle Idee, Remscheider Bauunternehmen und Gewerke zu beschäftigen. Handwerker, wir haben hier tolle Bauunternehmen, die können Straßen bauen, die können die Gebäude errichten, Elektriker, Klempner, all das, was man braucht. Würden Sie die bevorzugt einsetzen? Also man muss gerechterweise sagen, wir nehmen immer einen Generalunternehmer. Generalunternehmer hat für uns den Vorteil, dass wir ihm das gesamte Planungspaket übergeben und sagen, mach mal, bau du bitte das Ganze fertig für uns und das aus einer Hand. Das heißt, wir haben einen Ansprechpartner, wir haben eben nicht viele Ansprechpartner. Wie ist es dann, dieser Generalunternehmer, einer der großen, sei es Hoch und Tief, sei es Zyblin etc.,
der sucht sich dann sogenannte Subunternehmer. Und diese Subunternehmer kommen in der Regel dann aus der Region oder von vor Ort. Denn der Vorteil der Subunternehmer von vor Ort ist, sie sind wenn sie entsprechende Leistungsfähigkeit haben, sie sind preisgünstiger, sie haben keine langen Anfahrten, sie sind vor Ort, sie müssen ihre Mitarbeiter nicht auslösen, unterbringen für die Bauzeit. So die Erfahrung in Neumünster, da haben wir das gleiche Modell gefahren, also ein Generalunternehmer uns gesucht. 70% der Unternehmen oder annähernd 80% kamen aus der Region, kamen aus Schleswig-Holstein. Es gibt dann den Spezialanbieter, den Türbauer beispielsweise, der kommt dann vielleicht sogar aus dieser Region. Also es wäre ja doch zum Beispiel ein Wahnsinn, wenn man für die Dächer Dachdecker aus, was weiß ich, Südhessen hier hinholen würde, obwohl es hier, ich weiß nicht wie viel, 30, 40 leistungsfähige Dachdeckerbetriebe gibt. Und insofern kann ich mir auch nicht Können vorstellen. Können Sie das denn nicht beeinflussen und auch sagen, wir legen Wert als Investor darauf, dass Geld, was hier verbaut wird, auch hier verdient wird? Selbstverständlich. Sind wir auch im ständigen Dialog dann mit dem Unternehmer, mit dem Generalunternehmer und sagen, Mensch, nimm die Firmen aus der Region, wenn sie leistungsfähig sind. Nichts liegt uns ferner, ganz klar. Und in der Regel ist es eben auch so. Also es ist nicht mehr so, es gab ja früher so Anfang der 90er Jahre nach der Grenzöffnung, da sind viele Betriebe aus dem Osten hier rübergekommen, weil die einfach von den Lohnkosten wesentlich günstiger waren und sich günstiger anbieten konnten. Und aber die Zeiten sind vorbei. Also auch diese Wanderung aus dem Osten in dem Sinne, die gibt es nicht mehr, sondern es sind, wie gesagt, Neumünster als letztes Beispiel hat es gezeigt, wenn Unternehmen leistungsfähig sind aus der Region, dann kommen sie auch aus der Region und werden hier auch tätig werden. Anderer Punkt, der Sitz des Unternehmens, ich weiß gar nicht, wie ist so eine Gesellschaftsform eigentlich? Wird das dann eine GmbH sein, GmbH, Doc Remscheid-Lennep und Co. KG oder wie läuft sowas? Ich meine, ist das dann eine Firma, die dann untervermietet? Weil ich frage mich da wird ja Gewerbesteuer erwirtschaftet. Fließt sie nach Remscheid? Es fließt auch Gewerbesteuer nach Remscheid. In welcher Höhe? Kann ich nicht sagen. Das ist ein sehr komplexes Gebilde, habe ich gelernt. Also ich bin jetzt auch kein Steuerexperte, aber Gewerbesteuer setzt sich aus vielen Komponenten zusammen. Die einzelnen Betriebe, die bei uns anbieten, die einzelnen Marken, führen dann am Sitz ab, dort, wo sie ihren Firmensitz haben. Und ein Teil wird dann über Schlüsselung, landet aber auch wieder an dem jeweiligen Shop-Standort, um das mal zu vereinfachen. Also es wird auch Gewerbesteuer hier landen. Heute vorherzusagen, in welcher Größenordnung, ist sehr schwer. Wie gesagt, das hängt von den einzelnen Mietern an. Manche Mieter werden auch, und so war es auch in Neumünster, auch eine Gesellschaft dann an dem Standort gründen. Das ist dann eben die Outlet. Also profitiert denn zum Beispiel Neumünster davon, jetzt auch vom Steueraufkommen? Auch Neumünster profitiert vom Steueraufkommen, aber insbesondere profitiert Neumünster natürlich auch durch andere Aspekte. Ich hatte ein paar schon genannt, nämlich der touristische Aspekt. Neumünster ist heute bekannt, ist heute in der also als Shopping-Destination bekannt geworden durch das Outlet-Center. Rund 700 Menschen haben heute schon dort Arbeit gefunden. Das alles sind natürlich Aspekte, die nicht zu verachten sind. Wie viele Arbeitsplätze wird es da geben in dem Dock? Hier in Remscheid rechnen wir auch mit 800 Arbeitsplätzen rund. Richtig sozialpflichtige Arbeitsplätze oder das nur sind, billig Arbeitsplätze? Nein, also die Struktur, das wissen wir nun auch durch die Befragung unserer Mieter, durch die Befragung unserer Marken, ist wie folgt. Es sind rund 60-70% Voll- und Teilzeitbeschäftigte. Und der Rest sind Teilzeitbeschäftigte, also Aushilfskräfte dann eben. Und damit ist aber die Struktur, die Beschäftigungsstruktur die gleiche wie im sonstigen Einzelhandel auch, identisch. Und das sind ja wahrscheinlich nicht zu 100% zusätzliche Arbeitskräfte, da wird es ja auch Verschiebungen geben, aber es wird netto unterm Strich mehr Arbeitsplätze in Remscheid-Lennep geben. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das auch das wieder zeigt wieder die Erfahrung an anderen Standorten. Wir beobachten sowas natürlich auch sehr genau und kriegen das Feedback ja auch von den Arbeitsagenturen. Also die Beschäftigtenzahl insgesamt, jetzt auch wieder Neumünster als Beispiel, ist eben gestiegen. Nochmal ganz kurz auf die doch sehr lauten Proteste. Man ist manchmal nicht ganz sicher, sind sie lauter als die Menge der
Gegner vielleicht vermuten lassen könnte. Aber egal, Sie sind jedenfalls da und Sie sind vernehmlich. Können Sie sich Szenarien vorstellen, wo die unterschiedlichen Kritikpunkte Sie tatsächlich so beeinflussen, dass Sie am Konzept noch Dinge verändern müssen? Also wir haben eigentlich unsere Hausaufgaben an der Stelle gemacht, denn es gab ja die erste oder die frühzeitige Bürgerbeteiligung. Das ist ein Verfahrensschritt im Rahmen des sogenannten Bauleitplanverfahrens. Das klingt jetzt alle sehr abstrakt und technisch, ist ein Begriff aus der Baugesetzgebung. Und alles, was dort an Einwendungen vorgebracht worden ist von Bürgern, hat jetzt Niederschlag gefunden in eine überarbeitete Planung, die jetzt ja, und das ist ja auch über die Medien schon angekündigt worden, am 25. März, also diesen Monat, erstmalig dann in einer großen Bürgerinformationsveranstaltung vorgestellt wird. Und daran schließt sich dann an eine zweite Offenlage oder die Offenlage. Das heißt, die Pläne werden erneut ausgelegt. Die Bürger, alle Bürger können dann nochmals ihre Bedenken und Anregungen zu der Planung machen. Und das wird wiederum dann zu überarbeiten sein, wenn es neue Aspekte gibt. Rechnen Sie denn auch mit juristischen Einwänden, also dass es tatsächlich zu Verfahren beispielsweise vor den Verwaltungsgerichten kommt? Müssen wir mitrechnen, also es ist nicht ausgeschlossen, wir hoffen es natürlich nicht, aber wenn, dann wird es zu zeitlichen Verzögerungen führen, die ärgerlich sind, aber nicht zu einer Frage, ob das Outlet Center kommt, denn wir bereiten alles so auf, gemeinsam mit der Stadt, dass wenn eine Gerichtsentscheidung fallen sollte, dass sie in dem Sinne fällt, dass das Projekt realisiert werden kann. Das heißt, das haben wir gelernt von anderen Vorhaben. In Neumünster ist es beispielsweise auch so gewesen. Dort war es eine Nachbargemeinde, 40 Kilometer entfernt, die geklagt hatte. Mit ihr zusammen andere Kommunen aus Schleswig-Holstein. Und die Klagen sind allesamt eben abgewiesen worden. Und das muss das Ziel sein, dass wir so sauber eben die Hausaufgaben gemacht haben, dass wir soweit die Planung sauber abgearbeitet haben, alle Bedenken eben so berücksichtigt haben, dass eben, das muss unser Ziel sein, dass Klagen eben dann erfolglos bleiben. Man spricht immer davon, Sie sind der Investor als MacArthur Glenn. Wie muss ich mir das vorstellen? Ist da ein ganz reicher Mann, der irgendwie versucht, sein Geld gut anzulegen, oder legen Sie Fonds auf, in denen Geld gesammelt wird, um es dann für die Anleger günstig zu investieren? Wie ist die Konstruktion sozusagen an der Spitze Ihres Hauses? Ja, also das ist eigentlich relativ einfach. MacArthur Glenn ist eine sogenannte Partnerstruktur. Es ist ein amerikanisch-englisches Unternehmen, typisch amerikanisch. Also insofern, dass eben der Joey Kämpfer, das ist der Haupteigentümer, lange Weggefährten, die mit ihm viel zusammen gemacht haben, zu seinen Partnern gemacht haben. Der Joey Kämpfer ist der Haupteigentümer von MacArthur Glenn, und darüber hinaus haben wir... Also seit ist auch sein Geld? Sein Geld, sein privates Geld. Alle die Partner sind auch operativ tätig im Unternehmen. Der Joey ist unser Chairman. Dann haben wir für den operativen Bereich Julia Calabrese, die ist auch Partnerin und dann eben auch die CEO für den operativen Bereich. Sowas haben wir dann für den Development-Bereich, mein direkter Vorgesetzter, der auch Partner ist. Also so ist die Struktur aufgebaut. Daneben haben wir auch noch einen Finanz- oder einen Investor, das ist die Simon Property Group, die seit 2 Jahren unser Partner sind. Die sind 50-prozentiger Partner im Unternehmen. Und die eben aber auch aus dem Einzelhandelsbereich kommen, die großer Entwickler und Bestandshalter sind, also auch insofern in dem Metier zu Hause sind und bei denen eben auch das Herz für Retail, für Projektentwicklung schlägt. Wie viele dieser Outlet-Center betreiben Sie mittlerweile? Derzeit 20. Und wir haben derzeit 5 weitere in Planung. Und ist das ganz Europa? Wo sind so Ihre anderen Schwerpunkte? Also ganz klarer Schwerpunkt nach wie vor ist Westeuropa. Wir haben bisher kein Center in Osteuropa. Da haben wir die
für uns die Finger davon gelassen, auch aus dem Grunde, weil die Marken, wir gehen immer dorthin, wo die Marken eben auch hinwollen. Und die Marken scheuen sich vor dem Osten noch. Also es gibt Ausnahmen, Moskau ist Moskau, mittlerweile interessant geworden. Aber ansonsten in der Fläche jetzt ist es noch schwierig. Ansonsten eben Westeuropa, ganz klar, wir sind in Österreich, wir sind in Frankreich, wir sind in Großbritannien, wir sind in Griechenland, in Italien, Prime Center. Italien ist ein Schwerpunkt, in Deutschland, klar, und insofern... Wo sind Sie in Deutschland? Neumünster haben wir gehört. Und Berlin. Und Berlin. Und Berlin. Da gibt es eine Autobahn Richtung Süden, da bei Würzburg in der Gegend. Das ist aber nicht von Ihnen. Nein, das ist ein Mitbewerber. Mhm. Das ist, wenn Sie Wertheim meinen, ja, Wertheim, richtig, dann ist das ein Mitbewerber von uns, genau. Okay. Der auch gut läuft. Der auch gut läuft, klar. Mhm. Letzte Frage, weil wir über Investment gesprochen haben, das ist auch eines der Bedenken der Kritiker. Angenommen, Sie haben das Geld zurückverdient, die Partner sind alle glücklich, es gibt so einen leichten Downturn, vielleicht auch konjunkturell, dann sagen Sie, dann machen wir die Tür zu und lassen das da einfach stehen. Ist das ein düsteres Szenario, das nur Fantasie ist, oder könnte auch sowas passieren? Also ich denke mal, wir wären schlecht beraten, wenn wir so rechnen würden. Also unsere Standorte sind schon so angelegt, dass sie langfristig, dass wir langfristig Geld verdienen wollen. Das ist ganz klar. Und wir haben, wichtig ist ja, dass man bei der Standortwahl die Standortwahl so trifft, dass sie eben nachhaltig ist, dass eben der Standort auch in 30 Jahren, 40 Jahren noch funktioniert. Wir können sicherlich alle nicht in die Zukunft gucken, was im Einzelhandel passieren wird, aber was wir sagen können, ist, dass wir zumindest dem Online-Einzelhandel sehr gut widerstehen. Der Einzelhandel insgesamt, das ist bekannt, hat Schwierigkeiten gegenüber dem Online-Handel. Wir haben in den letzten Jahren noch starke Zuwächse gehabt und wir sind zuversichtlich, dass wir mit einem guten Konzept, das heißt ein solches Center immer vital zu halten, immer attraktiv zu halten, über die richtigen Marken, immer über Aktionen, die wir fahren, das immer zu einem Erlebniseinkauf zu machen, und das liebt der Kunde. Er wird natürlich sich immer überlegen, ich habe die Wahl, entweder den Klick und online zu kaufen oder mit der Familie den Familienausflug zu machen und verbinden und das Erlebnis zu machen. Und das ist eine wichtige Komponente in der Freizeitgestaltung, wird zunehmend wichtiger. Mhm. Und da sehen wir uns sehr gut positioniert mit unserem Konzept, sodass es auch eben auf jeden Fall noch in, so meinen wir, in 50 Jahren vielleicht auch noch darüber hinaus Bestand haben wird. Na ja, gut, also ich werde Sie dann beim Wort nehmen mit 50 Jahren. Jetzt muss ich doch noch eine allerletzte Frage stellen. Ich habe ja die Zeitung in den letzten Tagen aus naheliegenden Gründen nicht gelesen, aber man trägt mir zu, es habe ein bisschen gebrodelt. Ein Wort aus der Sprache, aus dem Ihr Unternehmen kommt, heißt Corporate Citizen. Das heißt, Sie werden ja dann sozusagen auch ein unternehmerischer Bürger in dieser Stadt. Wird man MacArthur Glenn, wird man das DOC als auch einen guten Bürger wahrnehmen? Das heißt, werden Sie sich beteiligen an Dingen, die das Gewebe einer Stadt ausmachen? Wir haben eben gehört, zum Beispiel die Ideen von Mike König. Es gibt hier viele Vereine, es gibt Initiativen, es gibt auch, sagen wir mal, Zusammenschlüsse von Einzelhändlern, die versuchen, etwas über den Tag und über die Produktwerbung hinaus zu bewegen. Wird zum Beispiel in der Nachbarschaft ja das Allee Center, da könnte man auch sagen, ist mitten in die Stadt gesetzt worden, viele waren dagegen, aber es gibt eine ganze Menge Initiativen in der Stadt, wo auch das Allee Center eine Rolle spielt, und ECE sitzt auch in Hamburg, wie Sie wissen. Wird man das DOC als einen guten Bürger in der Stadt wahrnehmen? Darauf legen wir sehr viel Wert, denn wir sind, wie gesagt, langfristiger Partner für die Stadt, für Lenne, für Remscheid, und insofern werden wir uns zukünftig auch mit in den Marketingrat beispielsweise mit daran beteiligen. Wir werden uns an gemeinsamen Aktionen beteiligen. Verkaufsaufnahme Sonntag, typisches Beispiel, wo wir uns Aktionen überlegen, gemeinsam mit der Stadt, die eben
zum gemeinsamen Nutzen, den gemeinsamen Nutzen haben, eben möglichst viele Menschen an diesem Tag hier in die Stadt zu ziehen. Wir werden bei anderen Festivitäten uns beteiligen. Das machen wir an anderen Standorten auch, so auch in Neumünster beispielsweise. Und was wir darüber hinaus machen, und das ist ja auch mehrfach schon erwähnt worden in der Presse, wie um der Region, der Stadt, um Lennep eine Plattform zu bieten, sich hier zu vermarkten im Center, haben wir eine Tourismusinformation vor. Der Kunde kann sich in dieser Tourismusinformation Informationen abholen über Lennep, über die Region. Es soll einfach Appetit machen auf mehr. Mhm. Also wir tun wirklich alles, um die Menschen hier zu begeistern, nicht nur für das Outlet Center, sondern die Kunden auch zu begeistern für Lennep, für Remscheid, für die Region, für weitere Aktivitäten. Suchen Sie eigentlich ganz allein die Mieter aus oder könnte auch, sagen wir mal, ein pfiffiger Einzelhändler hier aus der Region kommen und sagt, ich habe so eine tolle Idee, ich würde da auch gerne rein? Oder sind das alles nur Weltmarken, die sich dann ständig eingeben? Na, es gibt auch den einen oder anderen, der beispielsweise eine Markenlizenz hat. Mhm. Das gibt es. Also die eben dann eine Marke vertreten. Auch solche Konstellationen haben wir. Sie sind eher selten. Also es ist schon so, dass wir mit dem Nike direkt eben verhandeln. Ich denke jetzt an eine andere Konstellation. Es werden ja auch hier in dem Städtedreieck, das ist ja auch schon allein ein Markt, auch wenn kein riesiger, aber immerhin Wuppertal, Solingen, Remscheid, da gibt es ja auch eine ganze Menge Produkte, die man hier eigentlich kaum irgendwo findet. Versuchen Sie mal als normaler Bürger Remscheider Werkzeug zu kaufen. Sie kriegen beim Obi weitgehend Werkzeug aus fernöstlicher Produktion. Und es gibt viele tolle Solinger Produkte, nur haben die großen Marken haben mittlerweile Fabrikverkauf in irgendeiner Ecke ihres Geländes aufgebaut, Zwilling und andere. Aber wenn man das mal auf die Fläche sieht, könnte ich mir vorstellen, dass ein Laden mit bergischen Produkten, inklusive vielleicht auch Food, vielleicht auch ganz attraktiv wäre. Wäre das eine Option? Also ich will das Beispiel Zwilling aufgreifen. Zwilling ist bei uns vertreten in Neumünster. Mhm. Also insofern mit ist das mit eigenem Laden, ja. Mhm. Und insofern kann das durchaus sein, wenn Marken, die auch zu dem Gesamtkonzept passen. Ich habe etwas Schwierigkeiten, mir vorzustellen, dass Menschen mit dem Werkzeugkoffer aus dem Center gehen. Ja, aber Sie haben häufig, ich weiß nicht, ob es bei Ihnen ist, aber ich kenne ganz viele Outlet-Center, wo Black & Decker mit eigenen Läden vertreten ist. Ich weiß nicht, ob das bei Ihnen ist. Black & Decker in Römmert, richtig. No, ja. Ist auch ja, da. Ja. Okay, also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass die Remscheider Werkzeugindustrie von Gedore, HZ und was mache ich noch geben mag, sagen, okay, wir mieten das gemeinsam an, vielleicht noch ergänzt um, wie heißt diese Firma, diese tollen Taschenlampen aus Solingen macht, zwei Brüder, glaube ich, oder was. Das heißt, diese bergischen Marken, und aus Wuppertal fiel mir nach kurzem Nachdenken auch sowas ein, wo ich sagen würde, die bergischen Marken, die so verstreut sind oder vielleicht im Einzelhandel hier kaum zu erwerben, präsentieren sich, denn da kommen sie mal alle zusammen. Das wäre doch etwas, wo Sie sagen können, guck mal hier, wir sind eben auch ein Magnet für die Dinge, die hier in der Umgebung entstehen. Sind wir offen für. Also wir haben bisher, es gab diese Gedanken schon, er ist bisher noch nicht weiter gediehen, aber wir sind durchaus bereit, also über solche Dinge auch nachzudenken. Wie gesagt, wenn es insgesamt zum Konzept passt, und aber ich könnte es mir vorstellen, so wie Sie es eben geschildert haben, wenn das gut aufgemacht ist und wenn man nicht das Gefühl hat, in einer Werkstatt zu stehen, sondern wirklich das eben auch das toll präsentiert ist, aufbauen, das kann man toll machen. Klar, also kann ich mir vorstellen, dass wir auch eine solche Plattform dort im Center schaffen können, von der dann eben auch die Unternehmen hier profitieren, indem sie eine entsprechende Darstellungsform haben. Tja, spannende Entwicklung in unserer Stadt, vor allen Dingen in Lennep. Die Remscheider sehen das wieder ganz anders, aber das ist eben so. Wir werden das verfolgen, wir werden das auch kritisch verfolgen. Ich glaube, das sollte man auch als Bürger. Und dann gucken wir mal, vielleicht hole ich Sie noch mal wieder aufs Sofa. Herr Balzer, vielen Dank. Das war auf jeden Fall spannend. Danke Ihnen sehr. Warten Sie, kriegen auch ein Blümchen. Bei uns bekommen alle ein Blümchen. So, danke schön.